Hallo, ihr Lieben! Das Bulettenvideo ist ja letztens ziemlich gut angekommen und deswegen dachte ich mir, wir machen noch einen anderen Klassiker in vegan, nämlich Bratwurst. Und das Rezept funktioniert mit Seitanfix und ihr könnt die Bratwürste natürlich auch vorbereiten. Ihr macht einfach mehrere und friert die zur Not ein, falls ihr sie nicht braucht. Ihr habt dann nur einmalig den Aufwand und das meiste macht sowieso der Backofen für euch. Also viel Spaß mit dem Rezept und bis dann. Ciao, ciao! So, keine Angst, es sieht nach mehr aus, als es tatsächlich an Aufwand bedeutet. Eure Hauptzutaten sind Seitanfix. Ich habe ja damals schon in dem Rezept mit den veganen Chicken Nuggets Seitanfix benutzt und war echt begeistert. Ich habe mir hier irgendwie so einen riesen Eimer davon gekauft. Und eure zweite Hauptzutat ist Wasser. Der Rest ist im Endeffekt Gewürze. Und das ist ja das, was die Bratwurst ausmacht. Auch eine aus tierischem Fleisch würde ohne Gewürze einfach nicht schmecken. Und ich sage es euch kurz im Schnelldurchlauf. Die genauen Zutaten findet ihr dann in der Infobox. Ihr braucht auch noch Hefeflocken, Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Pfeffer, etwas Kreuzkümmel, eine Prise Zucker und Paprikapulver. Das sind eure trockenen Zutaten und die mische ich auch gleich. Dann haben wir auf der Seite die feuchten Zutaten. Neben dem Wasser braucht ihr noch etwas Soja. Wie heißt das? Helft mir. Sojasauce. Manu. Ich habe echt Sprachprobleme. Dann etwas Öl. Ich habe Rapsöl genommen. Und dann braucht ihr noch Tomatenmark und Senf. Also ich mische dann auch die feuchten Zutaten. Das ist praktisch mein erster Schritt. Trockene und feuchte Zutaten. Und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, nach kurzem Kneten erhaltet ihr einen guten elastischen Teig und den teile ich mir jetzt in ungefähr 5 oder 6 gleich große Stücke auf. So, der nächste Schritt ist recht einfach. Ihr nehmt euch also ein Stück und bringt es in eine längliche Form. Ich habe mir so einen typischen Backpapierzuschnitt in 4 Teile geschnitten, also jeweils in der Mitte einmal durchgeschnitten und habe mir hierauf so meine Bratwurst ein bisschen vorgeformt. Und dann könnt ihr sie einfach einwickeln. Und das Päckchen geht jetzt erstmal zur Seite. Das mache ich jetzt mit allen. So, weiter geht's. Diejenigen unter euch, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, mögen es mir bitte verzeihen, dass ich einmal im Jahr meine Alufolie raushole. Aber ansonsten bin ich da schon echt Freedom von. Aber für unser heutiges Rezept packe ich sie jetzt mal in Alufolie. Jedes unserer Würstchen wickele ich jetzt noch einmal ein. Und mache kleine Päckchen draus. So, bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen gehen die Dinger jetzt für 50 Minuten rein. Und danach lassen wir sie noch etwas ruhen. Juhu! Die 50 Minuten sind rum und ich lasse die jetzt noch mal ungefähr 15 Minuten ruhen, bevor ich sie auswickle. So, ich habe es mal ausgewickelt. So sieht das gute Stück jetzt fertig gebacken aus. Wir haben jetzt allerdings erstmal nur eine Backwurst statt eine Bratwurst. Also würde ich das Ganze jetzt einmal in dem Zustand testen und dann brate ich das noch mal an. So, ich habe mal abgeschnitten. Also sie ist auch wirklich außen leicht fest und innen wirklich noch gut weich. Und ich probiere das jetzt mal. Boah, super. Also man kann die auch schon so essen. Aber wie gesagt, ich brate sie jetzt noch einmal an.
So, ich habe mir mal ein Stück abgeschnitten, frisch aus der Pfanne. Ich probiere es mal. Boah, heiß. Okay. Mmh. Wow. Wow. Mega gut. Okay, und jetzt fehlt noch natürlich Senf. Da ist der Senf. Mmh. Okay. Also ganz ehrlich, genauso. Entschuldigung, ich kann nicht weiter springen. Genauso schmeckt eine Bratwurst. Mega. Cool. Leute, macht's nach. Günstig ist es auch. Und von daher, viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.